Thomas D. ist bei uns zu Gast. Und er findet, Prost Mahlzeit, er findet den Sitz bequem. Und du machst einen unglaublich entspannten Eindruck. Das ist total angenehm, weil es ist nicht mehr so weit hin zum Konzert. Und die meisten Künstler sagen dann lieber, ach komm, lass mal einen Nachmittag machen. Ich muss mich auf mein Konzert vorbereiten. Bist halt ein Profi, ne? Ja, ich schätze mal, das hat schon damit zu tun, dass wir jetzt 27 Jahre lang das machen. Wir hatten jetzt auch zwei Konzerte, das ist das dritte in Folge. Wir sind wahnsinnig eingespielt, es war total geil gestern, vorgestern, auch gestern noch geiler, muss man sagen. Sorry, Rocco del Schlacco, Hammer, Eschwege, ich glaube so rum war es, genau. Eschwege Open Flair gestern noch Tick besser. Publikum noch mehr bis zum Schluss wahnsinnig Gas gegeben. Und Taubertal kann das natürlich noch toppen. Nichts weniger erwarte ich. Alle guten Dinge sind? Ja, Mann, vier, aber heute nur drei. Sehr schön. Fühlt ihr euch ein bisschen wie... Ich fühle mich ein bisschen schief, aber sonst alles gut. Ja, nee, wie sonst noch? Sag. Ob ihr euch wie ein Inventar fühlt am Taubertal, langsam aber sicher, denn es ist nicht die Premiere und ich glaube, ihr kommt hier gern her, ihr seid hier gerne am Taubertal. Weißt du, wie oft wir hier schon waren? Smudo wollte es noch recherchieren. Wir waren gestern tatsächlich zum fünften Mal beim Open Flair, das ist echt wow. Also fünfmal auch Taubertal heute. Meinst du? Stimmt. Es müsste fünf auch hier sein. Das ist, ich meine, mehr als vier kann ich ja nicht zählen offiziell, aber fünf ist ja schon eine Handvoll. Das ist ja ein dickes Ding. Wow, Respekt. Ich finde das ja wirklich, das ist jetzt nicht so, ist eines der schönsten Festivals und gestern auch, ist eines der schönsten Festivals und vorgestern vor allem, Alter, eines der schönsten Festivals. Aber das ist so geil hier, wie die Bühne so schräg, also die Bühne geht nicht schräg hoch, aber an der Seite gehen ja die Leute. Ist es heute so? Einmal war es, glaube ich, andersrum sogar. Ja. Da kam ich auf die Bühne, ich gucke mir das ja vorher nicht an, weil das nimmt dann die Vorfreude. Am geilsten ist es, ja, wenn man schon so nichts mehr spürt, ja, und du so ein abgewichster Typ bist, dass man dann gar nicht vorher guckt, sondern gehst dann raus und dann so, wow, Alter, 35.000 Leute, geil, juhu, dann kickt dich das noch. Dieser Blick. Und dann gehst du da raus und dann so, sag mal, der Hang war doch beim letzten Mal auf der anderen Seite, kann mir doch keiner erzählen, da stimmt doch was nicht. Aber, kann mich ja immer schlecht an Sachen erinnern, aber der Hang war bei mir immer links, wenn ich auf der Bühne stehe. Letztens war er rechts, wo ist er jetzt? Nee, sag's mir nicht. Ich lass mich überraschen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ja, wir können entweder auf Rotenburg schauen oder von Rotenburg wegschauen. Ja, ist es nicht großartig? So geht ja nicht. Tolles Festival, toll, wirklich. Also immer ein ganz tolles Erlebnis gehabt hier, tolle Erlebnisse. Und ich glaube, heute Abend wird es wieder so. Das ist sehr schön zu hören. Ich kann dir sagen, Freitag und Samstag waren schon ganz feine Tage. Es ist, wie es immer am Taubertal ist. Findest du es nicht auch grandios in einer medienversauten Gesellschaft, dass man an so Festivals merkt, dass es gemeinsam wunderbar geht auf dieser Welt und nicht immer nur gegeneinander, dass da Menschen friedlich vor der Bühne stehen und einfach feiern und ihr eurer größten Leidenschaft nachgehen könnt? Ja, das ist wirklich schön. Ich glaube ja, ich will es ja glauben, dass die meisten Menschen genau so empfinden, dass wir alle uns nach einem Miteinander, einem friedlichen Miteinander sehnen. Und in solchen Momenten, Musik ist ja magisch, ja, heilig vielleicht fast schon. Musik hat ja eine Kraft, mit dir zu schwingen, deine Seele zu berühren, etwas, was ganz tief im Inneren, so sowas wie Harmonie, nehmen wir doch mal das Wort Harmonie, ganz tolles Beispiel. Jeder Depp da draußen oder auch hier, vor oder hinter der Kamera. Wie redest du mit meinem Kameramann? Ich meine uns wie euch. Der, ob er singen kann oder nicht, erkennt einen falschen Ton in einer Tonleiter. Irgendwas ist disharmonisch, jeder merkt das. Und in der harmonischen Spielarten der Musik, selbst bei Rap ist ja ein bisschen Melodie dabei, das schwingt mit unserem Gefühl nach Harmonie, unserem Bedürfnis, das wir als Menschen teilen. Das hoffe ich zumindest. Natürlich gibt es ein paar noch viel größere hirnlose Idioten da draußen, die denken, mit Gewalt, mit Tod und Zerstörung könnte man etwas bewegen. Aber eingangs zurück zu der Antwort, die ich eigentlich geben wollte. Ich hoffe und ich glaube immer noch daran, dass die Mehrheit, die absolute Mehrheit der Menschen so ist wie wir, die sich nach dieser Harmonie sehen und die in so einem Moment dann da draußen gemeinsam das Gefühl zelebrieren. Denn in Wirklichkeit, Leute, im Ernst, und es ist weder Philosophie noch Esoterik, in Wirklichkeit sind wir alle eins. Das ist so. Und wenn man ein bisschen über den Tellerrand rausguckt, erkennt man das auch. Wir sind alle miteinander verbunden, wir atmen dieselbe Luft, wir werden zerfallen zu
Scheiße und das ist wieder ein guter Dünger, aus dem das nächste Leben rauswächst. Und da könnt ihr diskutieren, wie heute so sieht's aus. Und in solchen Momenten da draußen, wenn du auf der Bühne stehst und dir das anguckst, dann ist das spürbar. Das ist nicht immer spürbar, leider im normalen Leben, aber in so einem Moment ist es völlig klar, we all are one. Das ist geil, das ist toll sowas. Dass man sowas erleben darf, ist wirklich ganz toll. Ey, was für eine Antwort, was soll ich denn jetzt noch machen? Ja, total krass. Ja, Wahnsinn. Ja, nee, am Ende des Tages alle kleine Menschleins, nicht? Alle gleiche Respekt und so. Vollkommen richtig. Möchtest du noch was loswerden? Magst du einen Wunsch noch raushauen? Magst du irgendwas sagen, was dir jetzt noch auf der Zunge liegt? Wenn dir nichts mehr einfällt, dann hast du noch was zu sagen. Ich habe jede Menge zu sagen. Nee, gut, dann nicht. Genau. Ich sitz schief. Ich wünsche euch einen guten Kick. Wollte ich noch sagen. Weil ihr denkt wahrscheinlich die ganze Zeit, was hängt der Typ hier so ab? Aber es ist halt einfach die Schieflage. Nein, ja, wir haben ihm den Stuhl absichtlich schief hingestellt. Ist doch okay. Die Bühne ist gerade, also... Ja. Beschwer dich nicht. Das Leben ist gerade genug.